gibt ein Baby, das wir adoptieren können. Aber wir müssen uns schnell entscheiden. Also ich spreche jetzt ein Machtwort. Ich weiß. Also wenn du das diskutieren willst, dann bitte ein andermal. Aber wenn du sofort eine Antwort verlangst, dann ist sie definitiv nein. Hi. Sollte es etwas Geniales in meinen Händen geben, möge es in deinen Körper strömen. Ist dir gut, reiß dich zusammen. Wer ist der Boss, du oder Mami? Ich bin der Boss, klar. Mami ist nur die Entscheidungen trifft. Er soll in eine besondere Gruppe, weil er einen so hohen IQ hat. Tja, bei so klugen Eltern, was hast du denn erwartet? Na, wer sie auch sind. Ich glaube, es war eine ledige Mutter, Vater unbekannt. Ich wette, der Junge hat eine spitzenmäßige Mutter. Hi, du bist meiner für um drei? Willst du ins Bad? Schön duschen? Dann zeige ich mich live und in Großaufnahme. Oh, nein, nicht. Ich habe schon gebadet. Oh. Benny, jetzt mach doch nicht die Pferde scheu. Was ist mit deinem biologischen Vater, deinem richtigen? Ach, der war Drogendealer. Und außerdem Autoknacker und Taschendieb. Und er ist eingebrochen und so ein Zeug. Und er war Epileptiker. Ah, und du hast auch nichts ausgelassen, oder? Ich möchte mit Ihnen über die Linda Esch-Sache reden. Du wirst doch kein Feigling sein. Nur in der Realität. Meine Mädchen tun das, was ich ihnen sage. Ich will ihnen doch keine Ratschläge erteilen. Sie haben offenbar eine Arbeitsethik, die ihren Bedürfnissen entspricht. Ich kann nicht zu Hause sitzen. Ich habe 6 Termine. 6 Termine? Eine ruhige Nacht für dich, nicht? Hätte ich nur die Penicillin-Konzession für deine Wohnung, dann wäre ich steinreich. Das ist die linke, das ist die rechte. Oder? Ich habe heute jemanden kennengelernt und ich glaube, der wäre absolut richtig für dich. Wie heißt sie, Linda? Linda ist doch ein hübscher Name. Ist das mit er oder ur? Ist was mit er oder ur? Linda. Also, ich gehe dann und... Wie wär's, wenn du noch nicht die Kurve kratzt? Vielleicht könnten wir ausgehen oder sowas. Nein, ich bin mehr als überflüssig. Ich. Ach, fühlst du dich nicht gut?